Hallo, hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch erzählen in Revue und in Zusammenfassung und in Aufarbeitung meiner Europareise mit meinem Sohn, was mir gar nicht gefallen hat. Und ich habe schon oft darüber gesprochen, was fandst du am blödesten? Ich werde natürlich auch erzählen in einem nächsten Video, was richtig toll war, was mir gut gefallen hat, aber zuallererst, und ich glaube, das ist immer das, was die meisten interessiert, was fandst du denn richtig kacke? Und was hat dich am meisten aufgeregt? Und was heißt aufgeregt? Was hat mich sozusagen getriggert und was fand ich richtig blöd? Und ihr werdet euch wundern, obwohl ich es schon oft angedeutet habe, es ist einfach das Ärgernis darüber, dass du dich nicht in diesen Ländern verständigen kannst. Also ich bin zuletzt im Urlaub in Europa gewesen, in Italien, Spanien. Überall Portugal, was man so abreist als Kind mit seinen Eltern. Eben mit meinen Eltern, als ich noch Kind war. Und ansonsten sind wir natürlich durch die anderen Länder alle durchgefahren. Wir sind ganz oft durch Rumänien, durch Bulgarien im Auto, durch die alte und durch das alte Jugoslawien, ja, durch die ganzen Länder, die dann damit zusammenhängen. Gibt es ja Ewigkeiten schon nicht mehr Jugoslawien, aber ihr wisst, was ich meine. Und natürlich auch durch die Schweiz. Wir sind durch Österreich durch, wenn wir den anderen Weg gefahren sind. Durch diese Länder sind wir schon durchgefahren. Tschechien natürlich, mit dem schönen Prag und so. Diese ganzen Sachen haben wir durch. Wir haben uns auch oft verfahren damals. Deswegen haben wir schon einige Touren auch durch Europa gemacht und ich habe einiges gesehen. Aber diesmal war es ja so, dass wir auch ausgestiegen sind, dass wir übernachtet haben in all dem einen oder anderen Land. In Frankreich war ich noch nie, weil Frankreich wirklich ein Land ist, was mich überhaupt nicht interessiert. Ja, ich habe keine Ahnung warum, aber alles, was mit Frankreich zu tun hat, habe ich auch die Küste und so, hat mich nie interessiert. Und das, obwohl ich wirklich so viele Filme wirklich geliebt habe. Ja, es waren ja früher so die 50er, 60er Jahre, da spielten ja ganz viele tolle Filme in dieser Zeit in Frankreich, in Saint-Tropez. Dieser Polizist, wie hieß der noch? Ich habe den gesuchtet. Ja, ich habe alles geguckt, was der gedreht hat. Dieser, komme ich drauf, der in Saint-Tropez-Polizist. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Und Saint-Tropez, wie gesagt, ist immer noch so wie Monaco, obwohl Monaco ja eben auch nicht zu Frankreich gehört, aber ja, eigentlich ja doch irgendwie. Natürlich durch die ganzen Fürsten, durch die Fürstenfamilie, die man ja alle kennt. Also zu meiner Zeit hat man sowas auch noch geguckt, Königsfamilien und deren Schicksale und so. Ich weiß, das ist ja heute total out, aber natürlich hatte Monaco wäre immer mal interessant gewesen, aber nie so, dass ich sage, da würde ich jetzt eine Reise hinbuchen. Jetzt aber mit meinem Sohn sind wir da, verreisen wir ja doch sehr oft. Und bisher haben wir das ja immer in der Türkei gemacht. Und da haben wir jetzt gedacht, okay, die Tickets sind so teuer geworden in die Türkei. Das lohnt sich nicht, Flugtickets. Das war ja genau die Ferienzeit. Und dann haben wir gesagt, okay, wir verbinden das mit einigen Terminen, die mein Sohn hatte und haben dann eine Reise durch Europa zusammen gemacht. Ich bin einfach mitgefahren, weil ich ja sowieso in Deutschland hängen geblieben bin, weil eben die Flugtickets so teuer geworden sind. Und ich gesagt habe, das ist echt blöd, wenn ich für 30 Euro fliegen kann, was ich ja jetzt gemacht habe. Ich bin für 35 Euro zurückgeflogen in die Türkei, statt für mindestens 300, 400, 500, manchmal sogar 800 Euro. Je nachdem, welche Fluggesellschaft, je nachdem, ob direkt oder nicht direkt oder ob ne, welcher Tag oder so. Aber mindestens 300 Euro wären auf jeden Fall drin gewesen. Habe ich gedacht, egal, ich bleibe noch länger. Ist ja nicht schlimm. Und dann fahre ich mit meinem Sohn mit und dann machen wir eine schöne Europatour. Und das haben wir gemacht. Und es hat natürlich jeder, der verreist, kann was erzählen. Da heißt das so, jeder, der eine Reise tut, der hat was zu erzählen. Ne? So ähnlich ist es doch. Und bei mir natürlich auch. Und für mich war es einfach am schlimmsten, dass ich mich in den Ländern nicht verständigen konnte, ja. Und das Schlimmste daran ist ja, dass die meisten noch nicht mal Englisch sprechen. Natürlich gab es, wir haben uns immer auf Englisch verständigen müssen, wie denn auch sonst, aber es war nicht wenig der Fall, dass die Leute Französisch mit rein, ganz viel, 90% Französisch, 10% Englisch, was sie halt noch so konnten.
oder Italienisch dann eben. Und das hat mich unheimlich verwundert, ja, dass die Leute kein Englisch sprechen. Ich habe jetzt gelesen, dass in Frankreich gar nicht so gerne Englisch gesprochen wird, sondern dass die eigentlich schon aus Trotz kein Englisch sprechen, sondern eben versuchen, die Leute zu animieren, eben Französisch auch zu verstehen. Aber viele haben ja auch, wir haben uns ja gut durch, ne, wir sind ja auch mit Englisch gut durchgekommen, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass die meisten kein gutes Englisch, wenn bis gar nicht Englisch sprechen. Und das fand ich schon mal sehr verwunderlich. Aber ich finde es noch blöder, wenn man die Landessprache nicht sprechen kann, ja, als wenn Italien waren. Es ist eine so schöne Sprache und auch Französisch. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil ich hatte ja kein Französisch in der Schule. Ich habe Latein gehabt, wie ihr ja wisst. Und das heißt, ich hatte überhaupt gar keinen Bezug auch zu dieser Sprache, schultechnisch. Viele hatten das ja in der Schule. Ganz wenige haben ja eigentlich nur Latein gewählt damals zu unserer Zeit. Und die meisten hatten doch irgendwie in irgendeiner Art und Weise mal ein, 2 Jahre Französischunterricht, auch wenn es alles dann wieder weg ist, logischerweise. Aber ja, für mich jedenfalls war es völlig neu und ich war noch nie in Frankreich. Ich habe noch nie irgendwie ja so richtig die Franzosen auch in ihrem Land erleben dürfen. Und für mich war es ein großer Nachteil. Ich empfand es wirklich als ganz furchtbar, mich nicht verständigen zu können. Du gehst in einen Laden, natürlich, man braucht es nicht unbedingt. Du kaufst deine Sachen, legst das Geld hin, dann ist okay. Aber was ist, irgendwas wird immer gefragt, ja? Und wenn es nur ist, wir wollen sie eine Tüte haben, das sagen die meisten dann auch in Englisch dann, wenn sie da merken, wir sind mit Ausländern da, wir haben mit Ausländern zu tun. Aber wenn es dann mal weitergeht, ja, dann kommst du, dann stehst du da, du verstehst sie einfach nicht. Und alles, was man als Urlauber natürlich da kommunizieren muss, geht auch mit Hand und Fuß, mit Englisch und Französisch gemischt, alles kein Problem. Und die meisten Migranten, die dort leben, und es sind ja wirklich, also das, was wir gesehen haben, 90% mindestens, wenn nicht noch mehr. In dem Stadtteil, wo wir waren, glaube ich, fast 100% Migranten. Und ich habe da wirklich keine Franzosen gesehen. Gut, man kann das auch nicht mehr sehen, ne? Aber das war wirklich, die können natürlich auch alle Englisch, ja. Aber mit denen unterhält man sich ja jetzt so nicht im täglichen Einerlei, sondern man geht ja in die Läden rein. Gut, das sind da meistens dann ja auch Menschen, die aus anderen Ländern kommen in dieser Gegend. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, zum Arzt willst oder ins Krankenhaus, möge es allen erspart bleiben oder irgendwie nach dem Weg fragst. Wir haben ja so oft auch Schwierigkeiten gehabt, die richtige Buslinie zu finden, weil der Bus nicht da hielt, wo wir glaubten, dass er halten muss, laut unserem Navi. Dass man dann mal fragt, den Busfahrer, das war dann auch jemand, der aus Migrationshintergrund hat, der konnte natürlich Englisch, ja, aber auch wirklich gebrochen und hauptsächlich Französisch alles. Es hat mich wahnsinnig getriggert, dass ich diese Sprache nicht kann, ja, und auch nicht mal ein bisschen. Weil es kann immer was passieren. Es kann immer etwas sein, wo man wirklich darauf angewiesen ist, auch gut zu verstehen, was die Leute wollen, ja, und auch Antworten auf seine Fragen zu erhalten. Wir haben so oft nach dem Weg fragen wollen. Wie oft, ich bin jemand, der fragt sofort, ja, ich habe überhaupt gar keine Hemmung. Ich gehe auf die Leute zu und frage lieber 5-mal, bevor ich 7-mal falsch laufe oder einmal falsch laufe, weil es ist erstmal, tut weh an den Füßen, man ist sowieso kaputt, man ist müde. Ich habe auch keine Lust, hier quer durch die Stadt zu latschen, wenn ich zum Eiffelturm will und den Weg nicht weiß, ja. Da braucht man dann nur ein, 2-mal fragen und aber das funktioniert eben nicht, weil die dich nicht verstehen, ja, und auch kein Englisch sprechen. Und selbst mein Englisch ist, wenn, obwohl ich 6 Jahre oder 5 Jahre Englisch in der Schule hatte, ich verstehe fast alles oder fast alles ist vielleicht übertrieben, aber schon sehr viel und sehr gut, aber ich kann nicht mehr sprechen, weil aus meinem Mund kommt in der Aufregung Türkisch. Ja, es ist ja eben meine Zweitsprache, habe ich ja schon oft erzählt. Trotzdem, das ist ja nur Übung und ich habe ja auch gemerkt, je länger man dann da ist, desto flüssiger und desto besser wird das auch. Ist alles nur Gewöhnungssache. Aber es ist das Ding, dass die Leute eben das nicht verstehen teilweise. Ja, die sprechen einfach nur Französisch. Wie gesagt, ob es gewollt ist oder ungewollt, weiß ich nicht. Aber es ist nervig. Und gerade in Italien hast du das ja noch mehr, ja. In Italien wird ja noch meiner Meinung nach, also das, was wir gesehen haben, wir waren in Sanremo,
Und da war es wirklich so, dass die Leute kaum Englisch gesprochen haben. Sie haben eben Italienisch und Französisch gesprochen. Aufgrund der Nähe zu Monaco, zu Frankreich, beziehungsweise zu französisch sprechendem Land Monaco, haben die eben Französisch gesprochen und Italienisch. Und ganz wenig Englisch. Ja, wir hatten dann einen Kellner, der hat gar kein Englisch gesprochen. Da musste der erst mal einen anderen Kellner rufen. Der konnte aber ganz gut Englisch. Mit dem konnte man sich dann wieder verständigen. Weil wir hatten dann auch noch also Sonderwünsche, ne? Und das bringt man dann zur Sprache. Wenn du das nicht kannst und die dich nicht verstehen, dann musst du mit App arbeiten. Haben wir auch in dem Restaurant gehabt, wo wir in diesem tiefsten Dorf in Italien dann eine Nacht übernachtet haben, wo wir dann in einem einheimischen Restaurant waren, wo wirklich nur Einheimische waren. Es war ein kleines italienisches Dorf mitten in der Pampa irgendwo. Und da hat kein Mensch ihr Englisch gesprochen, ja. Und auch in diesem Restaurant nicht. Und wir wollten jetzt wissen, ich bin ja allergisch gegen Fisch, ja, zum Beispiel. Und wir konnten uns nicht verständlich machen dazu, das zu sagen, dass, also wir haben es auf Englisch gesagt, aber der hat sich jetzt ja nicht verstanden, die Kellner, die konnte nur Italienisch, nichts anderes. Wir haben es mit der App probiert, dann haben wir es auf die App geschrieben, ja. Aber bis die dann das gelesen hat und vielleicht ist die Übersetzung dann doch nicht so perfekt gewesen. Sie hat es dann verstanden und dann haben wir gefragt, ob das mit Schwein ist und alles. Ihr wisst das ja, die ganze Problematik. Oder ob das, und dann haben wir uns jetzt, gab es dann doch noch ein Missverständnis mit dem Steak, was mein Sohn bestellt hat, weil wir dann statt eben durch dann total blutig bekommen haben. Also da gab es dann tatsächlich doch wieder ein Missverständnis. Und das ist so ärgerlich, dass du die Sprache nicht kannst. Und ich würde auf jeden Fall, wenn ich irgendwo in einem Land bin, ja, so schnell wie möglich versuchen, die Sprache zu lernen. Es ist wirklich so, so unangenehm. Und das sind ja nur Kleinigkeiten. Jetzt lass das mal, wenn du dort lebst oder wenn du dort länger in dem Land bist, dann musst du dich doch verständigen können. Lass doch, wie gesagt, mal sein, dass man krank ist oder dass man zur Apotheke geht und irgendwas braucht. Klar, mit Apps und Übersetzungsgedöns geht alles, ist doch aber mega nervig, ja, dass du immer in dieses Ding sprechen musst, es erstmal zum Lesen rübergeben musst. Was ist, wenn der Typ nicht lesen kann, ja? Dann muss man es erstmal artikulieren lassen, gibt es ja auch, dass die App das dann spricht, aber nee, also das wäre mir viel zu umständlich. Und was ist, wenn die Übersetzungs-App das eben nicht so gut macht, dass du diese Feinheiten einer Krankheitsgeschichte dann doch eben falsch übersetzen lässt, was ja durchaus vorkommt. Ja, wir haben das ja mit dem Steak erlebt und das also ich könnte das nicht. Ne? Ich muss auch sagen, dass es doch ja, man das doch auch so ein bisschen so als Pflicht empfindet. Ja, auch schon den Menschen gegenüber, mit denen man da zusammenlebt, dass man sich bemüht und dass man versucht, das Land und die Leute und die Kultur und die Sprache zu lernen, das ist doch wie eine Selbstverständlichkeit. Das erwarten wir doch in Deutschland genauso, dass die Leute die Sprache lernen. Und ich glaube, das ist das Erste, was die deutschen Menschen aufregt und wütend macht, dass die Leute, die in das Land einkommen oder sich einbringen, eben die Sprache nicht lernen, ja. Und ich kann nur das zurückgeben. Das machen die Deutschen, aber auch in den Ländern nicht, in denen sie leben. Ganz viele nicht. Ich erlebe das hier ja immer wieder. Und insofern kann ich immer nur sagen, also was mich ganz besonders aufgeschmissen hat in diesen Ländern, ist eben, dass ich mich nicht artikulieren kann. Und auch wenn es nur nach dem Weg fragen ist. Ich bin jemand, der, wie gesagt, sofort die Leute fragt, egal um welches Thema es geht, was muss ich in diesem Fall machen, wie ist das und das, was kann ich da und da machen, wenn ich es selbst nicht auf die Reihe kriege. Ich versuche schon immer auch alles selber zu machen, ja, aber wenn ich merke, wie gesagt, ich verlaufe mich jetzt hier, dann frage ich doch lieber fünfmal, bevor ich das mache. Oder ich frage den Busfahrer, fahren Sie da und dahin? Oder ich frage den Menschen, wo ist der nächste Bus? Oder wie komme ich in das und das Restaurant? Was für ein Restaurant können Sie überhaupt empfehlen? Wo haben Sie schon mal gegessen? Na klar, man kann auch die Empfehlungen im Internet auch durchschauen, würde ich euch auch auf jeden Fall raten. Guckt euch immer die Rezensionen an von den Restaurants, wo ihr esst oder die Hotels oder auch von den Airbnbs, lebenswichtig finde ich. Aber man kann ja auch sich mit den Menschen
unterhalten, in denen man dann zu Gast ist. Also das finde ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr angenehm, wenn man das könnte. Und ich möchte von gefährlichen Situationen gar nicht reden, wie man hat irgendeine Allergie, muss das zur Sprache bringen und das wird falsch übersetzt, dann kriegst du da etwas, was du gar nicht da drin haben willst, ja. Und du kannst ja auch nicht jedes Teil dir da übersetzen lassen in der richtigen, das geht ja gar nicht. Es gibt so viele Feinheiten, die Allergiker haben in der Ernährung, was man einfach da sagen muss und was nicht richtig übersetzt wird, ne? Allein da aus diesem Gesichtspunkt heraus würde ich schon sagen, Gesundheit ist so wichtig und manchmal auch wirklich lebenswichtig, dass man darauf angewiesen ist, schon die Sprache zumindest so weit zu können, dass man nach dem Weg fragen kann, dass man guten Tag und auf Wiedersehen sagen kann, dass man Interesse an der Sprache zeigt, ja, finde ich auf jeden Fall wichtig. Naja, das wollte ich einmal sagen, dass mich das am meisten geärgert hat, dass ich nicht mal nach dem Weg fragen kann. Ja, wie oft wollten wir irgendetwas wissen und haben es einfach nicht gefragt, weil erstmal die App rausholen, erstmal übersetzen lassen und dann auch die Überwindung, Menschen anzusprechen, von denen du weißt, von dass man hat es ja schon im Laufe der Zeit, in der man da war, gemerkt, dass die meisten kein Englisch sprechen, ja, oder nur sehr schlecht oder sich bemühen müssen. Man will sie ja auch nicht belästigen in ihrem täglichen Einerlei, dass sie sich jetzt erstmal mit uns beschäftigen müssen, ihr Englisch aus der Hutkiste ziehen müssen, was sie vielleicht noch mal irgendwo zugedeckt haben und sich abmühen müssen, um uns verständlich zu machen, wo wir hingehen müssen, um uns zu helfen. Das will man ja gar nicht. Dann sagt man eben, egal, wir kriegen das schon alleine hin. Also das ist das, was ich die Sprache, die Sprachbarriere und das ist einfach so schön in der Türkei, ne? Dass du hierher kommst und alles und jeden, dass du dich verständlich machen kannst, dass du einfach alles kennst, alles weißt. Und zumindest so weit viel besser, als wenn man in ein fremdes Land geht. Das, was ich mich am meisten nicht, was ich nicht schön fand, ja. Allein schon, wenn man in ein Airbnb kommt. Wir hatten das letzte Airbnb in Straßburg und zum Glück hat die Frau ein sehr gutes Deutsch gesprochen. Also fast wie ich. Sie hatte Akzent, aber das war kein Akzent, kein ausländischer Akzent. Das war eher so ein Stadtakzent, so ein straßburgisches Akzent, so ein straßburgisches Deutsch, würde ich fast schon sagen. Und sonst hätte das in Englisch stattfinden müssen. Was ist, wenn sie kein Englisch gekonnt hätte? Dann hätte man das auf Französisch machen müssen. Und das wäre auf jeden Fall gar nicht so ein herzliches, zwischenmenschliches Ding gewesen. Na klar, kann sie uns sagen, ja, hier sind die Bananen, die dürft ihr essen, hier ist Butter, das könnt ihr machen. Hier sind die Betten, das ist alles kein Problem. Aber das Zwischenmenschliche wäre doch gar nicht da gewesen, ja. Und das finde ich auf jeden Fall, finde ich immer sehr wichtig. Und mich nervt es am meisten, wenn ich mich nicht artikulieren kann, wenn ich rausgehe und weiß, ich kann niemanden um Hilfe bitten, ja, wenn etwas passiert, außer mit einer App oder mit Hilfe von jemandem, der eben die Landessprache spricht oder mit Händen und Füßen irgendwie sich da abmühen. Und den anderen dann auch noch damit belästigen, dass er sich eben ja, mit mir befassen muss, ja, weil ich zu inkompetent bin, die Sprache zumindest einigermaßen zu lernen, in dem ich mich gerade befinde, in dem Land. Ja, naja, gut, mein Lieben, ich glaube, ich habe es jetzt immer und wieder, entschuldigt bitte, erzählt, aber das sind so Dinge, die ich niemals könnte. Ja, also wenn ich in einem Land lebe, das allererste, was ich mache, ist diese Sprache zu lernen. Und das kommt ja auch ganz automatisch. Ja, selbst wir haben doch mit Freude und mit Liebe Buongiorno oder Arrivederci oder Buonasera gesagt. Also solche Dinge, die wir vielleicht irgendwo mal gehört haben und die wir auch im Kopf haben und dann rausziehen, um sie benutzen. Und je länger du das machst, desto mehr kommst du doch auch in den Fluss dieser Sprache rein und guckst doch, was heißt jetzt Fisch auf Italienisch oder was heißt, wo komme ich in die und die Straße? Das sind alles Worte, die man letztendlich ja zu einem Satz zusammenfügt, wenn man sie schon mal versucht in seinem Kopf zu übersetzen und auch versucht, die Sprache, wenn wir an Straßenschildern vorbeigekommen sind, wir haben uns echt einen Spaß draus gemacht. Auf Französisch oder auf Italienisch
zu lesen. Ja, auch wenn wir es vielleicht falsch lesen, wir haben uns ja gar nicht damit beschäftigt, wie man die Buchstaben ausspricht, aber es hat einfach uns allen Spaß gebracht, in diese Betonung auch der Sprache hineinzukommen. Das geht so schnell, man muss bloß zuhören, wie die Menschen reden. Man muss sich dafür interessieren, wie das ausgesprochen wird. Und die Italiener, die haben so dieses Rä, was sie noch viel stärker rollen, habe ich das Gefühl, als die Türken. Und sie sprechen sehr laut und sehr, sehr, sehr bestimmt und sehr wudewudau, so, ne, in diese Betonung, in diese Endphase des Satzes wieder rein. Und die Franzosen haben wieder so ein Singen in der Sprache. Auch das ist richtig schön und sehr, 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 das kann man sofort so schnell lernen. Man muss halt sich bemühen, ja, wie spricht man die einzelnen Buchstaben aus, was bedeutet das? Immer sofort versuchen zu verstehen, was irgendwo steht ne, an den Straßenschildern oder an den Schaufenstern. Das geht ja dann auch ganz gut mit mit dieser Übersetzung, zum Beispiel bei Google oder so, dann hältst du das daran und dann übersetzt er dir das und dann versuchst du die Worte herauszufinden, welches Wort war denn jetzt in dieser Übersetzung das Wo oder das Wie oder ähnliches. Und das geht so schnell, dass man das lernt, wirklich. Glaubt es mir, macht es bitte. Und das ist mit dem Türkischen ganz genauso. Türkisch ist sehr einfach. Viele denken, dass es so schwer ist, es nicht. Es ist eben nur die Aussprache, die der deutschen Zunge so schwer fällt. Aber wenn man den Menschen zuhört und wenn man es versucht nachzusprechen und auch die innere Barriere, zum Beispiel dieses R zu rollen, das fällt mir ja auch schwer. Ich mag das gar nicht, mag es bis heute nicht. Aber es ist eben, es gehört halt dazu. Wenn du das nicht machst, dann hört sich das wirklich sehr eigenartig an und man kommt auch in diesen Sprachfluss nicht richtig rein, weil du ja von Anfang an das R schon mal nicht so aussprichst, wie sich das gehört. Ich glaube, da muss man einfach so einen inneren Schalter einfach mal umstellen und sich auch auf das Ganze einlassen, ja, auf die Lust, etwas anderes zu sprechen. Ich glaube, das kann nicht jeder, aber vielleicht sollte man das versuchen, zumindest für den täglichen Hausgebrauch, ja, und auch ein bisschen darüber hinaus. Es nützt ja nichts, wenn ich nur sage, guten Tag, gute Nacht, auf Wiedersehen und wie viel kostet das und da vielleicht noch die Zahlen dazu lerne, sondern es muss schon ein einigermaßen flüssiges Gespräch auch miteinander stattfinden können. Und erst dann kann ich sagen, dass ich die Sprache so ein bisschen spreche. Und das ist so leicht zu lernen. Ja, ein Kind lernt das so schnell in der Schule und auch wir Erwachsenen, ich bin sicher, innerhalb von einem Jahr, wenn du in dem Land lebst, kannst du die Sprache ziemlich gut sprechen. Versuch das, ich kann nur dazu appellieren. Wir haben jetzt, wie gesagt, mehrere Länder innerhalb von einer Woche besucht. Das machen viele, denen macht es nichts aus. Ich weiß es ja. Ich komme auch mit Englisch durch. Man kommt ja auch mit Englisch ganz gut zurecht, aber ich glaube, wenn man in Europa lebt, sollte man zumindest Französisch, Italienisch und Englisch so weit gut können, dass man sich da auch zurechtfinden kann in diesem Dreiländereck. Weiß nicht, wie nennt man das? Finde ich auf jeden Fall. Mich hat es jedenfalls richtig genervt, ja, und auch geärgert, ja, an meiner eigenen Inkompetenz, dass ich da das nicht schnell genug geschafft habe, in diesen paar Tagen zumindest mal nach dem Weg fragen zu können. Denn das ist überhaupt nicht schlimm. Das kann man innerhalb von einer halben Stunde lernen. Ne? Wo ist das und das und wo komme ich da und dahin? Einfach mal schnell gucken und versuchen, das selber auszusprechen, statt die App anzumachen und das da denen vor die Nase zu halten. Ne? Das ist also unpersönlich und so unfreundlich, finde ich auch, weil es einfach zeigt, hier, ich kann die Sprache nicht, lies mal, helf mal so auf denen. Ne? Naja, gut, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.